Hallo zusammen, danke vielmals fürs Einschalten. Ich bin wieder der Kai Dinh von der Swiss DC. Was zeige ich euch heute beim Video? Es geht um ein Review vom coolen Gaming-Produkt, wo wir dank Asus bekommen haben. Also wirklich eine tolle Sache. Ich würde euch zuerst mal einen Überblick gewähren, was haben wir alles getestet. Sprich, was für tolle Produkte habe ich gehabt. Fangen wir hier kurz an. Da sehen wir schon mal einen grösseren, damals. Aber auch dennoch einen sehr coolen Game-PC. Dann das coole, sprich das Highlight von mir, der Display. 4K-Auflösung. Dann gehen wir hier rüber. Wie ihr seht, Gaming-Maus mit dem Mousepad. Plus auch das coole Headset natürlich. Und auch sehr angenehme und eine gute Gaming-Keyboard. Also da will ich nochmal sagen, danke vielmals Asus, dass wir dürfen wieder eure tolle Produkte testen. Es hat mir Spass gemacht. Ich würde eigentlich gerade mal loslegen. Es ist der Game-PC, wie ihr es jetzt hier gesehen auf dem Tisch, eine tolle Maschine gewesen. Sehr schnell hat der SSD-Karte drin gehabt. Aktuelle Grafikkarte, wo jetzt gerade drin ist, ist 760er GTX von Nvidia. Dann, was mir ganz besonders gefallen hat und auch ganz schön ist zum Anschauen, also ist wirklich so, wie ich es gerade vorher auch gesagt habe, ein absolutes Highlight, der Gaming-Monitor. Also bitte da reinschauen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Sehr schöne Auflösung, also wirklich traumhaft. Ich habe hier wieder meinen Lieblingsheld, den Silencer, euch zum zeigen. Das war wirklich super gewesen. Ja, was wir auch noch getestet haben, ist auch da ein cooles Headset von Asus. Natürlich eine super Soundqualität. Das Strix DSP nennt sich die Gaming Headset. Wo auch eine coole Konsole, also sprich, wir haben wirklich sehr viel. Können wir hier natürlich auch noch anschauen. Möglichkeiten hat zum Konfigurieren. Das war super. Das allem auch mit der Gaming-Maus, die ich auch schon letztes Mal schon getestet habe. Sehr griffig, also die Strix, klar. Super Teil, sehr griffig. Auch hier hat mir das sehr Freude gemacht mit der Gaming-Mousepad. Plus natürlich auch wie letztes Mal schon das Keyboard. Das ist eine tolle Sache gewesen. Also alles in allem hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich habe eine super Soundqualität, wie aber auch eine super Bildqualität gehabt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, also Spass. Ich freue mich, den euch schon mal anzukündigen. Wir werden wieder eins machen, auch mit anderen Produkten natürlich. Schaltet den auf jeden Fall wieder ein. Wir werden euch mit coolen Produkten im Video zeigen, was es alles so gibt. Plus jetzt natürlich euch noch ganz ein kurzes Sneak Peek zu geben. Jetzt wisst ihr, sie geht in den Polyland, also wir haben dort einen Stand. Und für die Leute, die uns kommen, dort besuchen können, haben wir etwas ganz Besonderes organisiert. Wie ihr seht, es gibt da wirklich coole Dota 2 Produkte, die wir hier für euch organisiert haben. Also nicht verkehrt. Ich freue mich mega. Also ich habe es auch gerade angeschaut. Als ich es bekommen habe, ist ganz toll. Also was ich auch nicht gewusst habe, dass es auch Games gibt,
die nicht virtuell sind, von Dota 2 mit dem Dota 2 Hero Clicks, oder? Also da hat es natürlich ein paar, es sind viele Felder, die da dabei sind. Ganz speziell auch ein Ingame-Item. Toll. Dann das Plushie natürlich, nicht vergessen. Mit sogar einem Ingame-Headcode. Auch dabei. Unbedingt. Und was auch so voll funny ist, was mir auch so gut gefallen hat, XSX, he? Also Hammer, könnt aufblasen, könnt ihr auf den Stand gehen. ja, also kommt vorbei, besucht uns. Und freue mich dann wieder nächstes Mal einschalten bei SwissDC Reviews. Wünsche euch noch viel Spass beim Weiterzocken und schaut einfach weiter rein.